Exzident mit Ihrer Zustimmung nun sozusagen außerhalb meiner eigentlichen Redezeit. Noch ein paar wenige persönliche Bemerkungen, die nichts mit dem eigentlichen Beratungsgegenstand zu tun haben. Ich sprach zu Beginn meines Beitrages auch von ein paar ambivalenten Gefühlen am heutigen Tag und an dieser Stelle. Das ist dem Umstand geschuldet, dass ich nun ab dem 1. Juni, wie Sie wissen, einen weiteren beruflichen Schritt in meinem Leben gehe. Dann werde ich diesem Haus nicht mehr angehören. Beinahe 22 Jahre seit September 1999 durfte ich als Abgeordneter, als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger diesem Parlament angehören und die Interessen unseres Bundeslandes vertreten. Ich hoffe und denke, dass mir dies auch meist gelungen ist. Beurteilen müssen das andere. Mein erster Dank für diese Zeit gilt Ihnen, den Saarländerinnen und Saarländern. Es war mir eine Freude, Sie zu vertreten, Bürgerinnen und Bürgerinteressen zu vertreten. So sah ich stets meine Aufgabe. Ja, auch eine Aufgabe zu dienen und dabei nicht abzuheben. Sie stets klar zu sein, dass dies irgendwann einmal auch einmal zu Ende ist, ohne dabei, und das war mir wichtig, ohne dabei zu vergessen, woher man kommt. Zu wissen, wo seine Wurzeln sind und bleiben, um auch aus dieser Kraft Richtiges in der Politik abzuleiten, zu gestalten und letztlich auch umzusetzen. Ich will mich bei Ihnen, den Mitgliedern dieses Hauses, bedanken, auch bei allen jenen, die heute diesem Parlament nicht mehr angehören, die mich aber in diesen 22 Jahren ein Stück weit begleitet haben. Einige leben schon gar nicht mehr. Bedanken auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landtages, der Ministerien, der Staatskanzlei, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gelegentlich, gerade wenn es auch mal etwas stressig wurde, immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, zumindest soweit sie es das konnten. Danke dafür. Dieses Parlament würde ohne Sie, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der ganze Apparat auch nicht so gut funktionieren. Ich finde übrigens, dass dieses Parlament ausgesprochen gut funktioniert. Vielleicht sogar besser als andere. Und das hat meines Erachtens auch mit dem Umstand zu tun, dass der so typisch saarländisch ist. Einem Umstand wirklich auf den Kopf, dem Saarländer und Saarländer, der Saarländerin zugeschnitten, typisch saarländisch, wie Bier und Leone. Dieses Parlament ist nämlich näher an den Menschen als alle anderen. Das hat auch was mit der Größe unseres Landes zu tun, aber auch mit der Arbeit. Dieses Parlament ist näher bei den Menschen wie manches andere. Und die allermeisten Abgeordneten, Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sind das auch. Wenn ich nun am Ende meiner parlamentarischen Zeit einen Wunsch äußern darf, bleibt genauso Landtag des Saarlandes, bleib bürgernah. Bürgernähe, das Gespräch, das Miteinander, einer von Ihnen zu sein, unseren Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen in diesem Land sozusagen jeder Stunde direkt auch zur Verfügung zu stehen, das ist ein guter Weg, um radikalen Denkansätzen, Hass und Hetze zu begegnen. Ihnen gar
ihnen gar keinen Raum zu geben, sich breiter zu entfalten. Das geht nicht allein per Social Media Tweet, das geht viel effektiver im direkten Miteinander. Wehret den Anfängen. So, jetzt schlage ich auch dieses Kapitel meines Weges zu, aber nicht ohne noch einen Dank auszusprechen. Danke an euch im Landtag an der Wache, in der Küche, dem Service in unserem Casino und natürlich auch Ihnen, den Saaldienerinnen und Saaldienern dieses Parlamentes, den Hausmeistern und dem Reinemacherdienst sowie meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in all den Jahren. Es war sicher hin und wieder eine Leistung, mich auszuhalten. Ihr habt das getan, schon alleine dafür verdient ihr an der einen oder anderen Stelle einen Orden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um noch einmal die Klammer zu bilden zwischen dem eigentlichen Beratungsgegenstand dieses Tagesordnungspunktes und dem Anlass dieser persönlichen Worte, will ich mich mit einem Satz von Willy Brandt von diesem Rednerpult verabschieden, der auf beides zutrifft. Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Tut das. Vielen Dank.